Da bin ich wieder. Und wie ist es? Alles gut bei euch? Wie sieht denn das da aus? Das sieht aus, als wäre ich so Pekingese, ne? Warte mal. Habe ich nichts, wo ich das da draufstellen kann? Moment. Das haben wir gleich. So. Geht besser, ne? Ich, ne, bin gerade dran. Ich hatte ja, wenn ich verzählt, hatte ich das verzählt? Ich weiß jetzt gar nicht, dass mein Drucker den Geist scheinbar aufgibt oder was auch immer der da vorhat. Ne? Und auf jeden Fall versuche ich jetzt gerade den Ober, also der, ich habe ja den Ober andere Drucker, ne? Aber der ist ja in der Batterie. In der Tin, in der, wie heißt jetzt noch? In der, Farb jetzt, Farbpatrone, so teuer, ne, das geht ja gar nicht, ne, wenn du so viel druckst wie ich, ne, also, da bezahlst du dich ja kaputt, ne, genau, und jetzt habe ich gedacht, aber ich habe jetzt etwas, was ich ausdrucken will, unbedingt, ne, und, ich muss mal gerade mal gucken, wie geht die Schublade auf, geht die gar nicht auf, naja, auf jeden Fall, warte, ich muss mal gerade noch dort Blatt rausreißen, ne, ich mache das, versuche das jetzt. Mann, ey, ich habe an der Haut meine Diät angefangen. Also meine Nahrungsumstände. Sorry, kann es nicht ändern. Und ich habe gestern im Aldi, die haben dann im Angebot das Knorr Pulver do, ne, für Bolognese-Sauce. Ich weiß jetzt nicht, ob es dort dran leidet, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt richtig so? Also bei der anderen muss man einfach, bei der anderen Drucker braucht man einfach nur Papier drauf zur Stelle, fertig, ne? So, ich mache den jetzt mal an. Warte, erstmal schon mal hier weg. Da, ich bin hier ein Profi, ich sag's euch hier, ne? Ich spiele sich unfassbare Szene ab, ne? Nicht nur, dass ich nicht Deutsch schwätze kann. Ich bin auch noch dumm wie Schwarzschwein. Und da dazu, ne? Zu dem lieben Kommentar von dem Mensch mit dem seltsame Name. Das ist doch eigentlich eine ganz einfache Geschichte, ne? Unter meinem Video, ne? Oder vielmehr unter meinem Kanal, ne? Oder mein Kanal nennt sich eine schrecklich saarländische Familie, ne? Folglich muss man davon ausgehen, dass in diesem Kanal oder auf diesem Kanal auch saarländisch geschwätzt wird, ne? Ich persönlich würde davon ausgehen, ne? Aber es gibt ja Menschen, die sind nicht so, ne? Dann gehen sie auf den Kanal und fangen an, dumm rumzupöbeln. Geht doch einfach woanders dahin. Ich muss es immer noch mal sagen. Geh woanders dahin, geht dort der Frust ablosse. Da warst du nicht, durfst du nicht dran oder was weiß ich, ne? Man weiß es ja nicht, warum Menschen sowas machen. Doofe Kommentare. Da stehe ich drauf, ne? Die machen mich immer so richtig munter, ne? Da könnte ich ja immer direkt aus der Haut fahren, ne? Übrigens ist hier nicht kalt. Ich habe nur den Schal angezogen, weil ich den hatte ich gewäscht, ne? Weil jetzt wird es ja noch mal kühler, ne? Und dann habe ich den frisch gewäscht. Und habe jetzt gerade, weil der Travis auch drauf geworfen hat, der hat ohne draußen auf dem Ständer gehängt, habe ich noch gerade umgelädt, weil ja. Sonst hatte Travis nur einen Schlafneval durch, ne? Genau. Und jetzt bin ich gerade dran. Ich mache nochmal einfach an. Wo geht er dann an? Da. Ist er an, ja. Jetzt versuche ich, das Laptop mit Geräte und Drucker mit dem Ding da zu verbinden. Also, wie gesagt, ne, um das dumme Thema gerade noch zu beenden.
Wem das hier nicht passt, der muss hier nicht bleiben. Ne? Der kann ja woanders dahin gehen. Ne? Ich meine, wenn ich Video anmache und das gefällt mir nicht, die Person sich gibt oder schwätzt oder sonstiges, dann so mache ich das. Gehen dann woanders dahin. Ne? Gehen nochmal, ne, mach das Video, beende das Video und geh woanders dahin. Von daher, was ich nicht. Was da dran zu schwer ist. So. Ja, natürlich ist der gesuchte Drucker nicht ausgeführt. Jetzt sucht er den Drucker. Ja. Und deswegen, ne? Das ist jeder seiner Fingers Chef, ne? Also, wie gesagt, ich strick drauf, fertig. Ist der Fall erledigt. So ist das, Freunde der Nacht. Ne? Heute ist noch mal spät, ne? Ich sitze hier in meinem Gerümpel, bin noch nicht. Also, ich habe zumindest mal den Schreibtisch. Ne? Also, ich habe hier da vorne angefangen. Da. Ne? Und dann gehe ich jetzt hier rüber. Ne? Das ist jetzt der Schreibtisch. Dann gehe ich da rüber. Und da. Dann da und dann da. Ne? Also hier ist noch gar nichts gemacht. Ne? Also das mache ich alles, wie gesagt, aber ich wollte das systematisch machen, weil sonst, ne, habe ich hier die Bootnummer voll leer. Dann kann ich nicht dranbleiben und dann ist alles chaotisch. Was ist dann mit dir, hey? Ja, und genau. Das war nicht aber der Schreibtisch mal ein Jahr mehr so, ne? Weil, wie gesagt, ich wollte Laptop mit hochrolle, weil ich jo, da oben schön am Laptop sitzen kann, am Tisch, ne? Und ja, ohne müsste ich, ja, das ist scheiße. Oh, hat er eine gefunden? Nee. Hat er nicht gefunden. Oh Mensch! Was macht er denn jetzt? Was drückt denn der so hässlich? Sieht man das? Was ist das denn für Kacke, ey? Oh, sag mal, ist das irgendwie ein Virus hier? Irgendwas? Will das jetzt bedeuten? Jetzt hat er aber Glanzleistung hingelegt. Jetzt ist ja noch schlimmer. Och, ja, okay. Also, weißt du, ich scheine jetzt echt die Faxe dick, ey, mit dem Scheiß, du, ne? So, komm. Also, jetzt machen wir Achtsamkeit, ne? Machen wir das, dass wir das hin aushaben. Ne, man hat es auch schon bald geschafft. Ne, sind jetzt, das ist jetzt 27, ne, sind nur noch drei und dann haben wir es geschafft. Ne, aber ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, weil wir haben gesagt, also ich habe gesagt, ich mache das jetzt, ne, jeden Tag, die 28 Tage, die 30 da und dann machen wir das auch. Ne. Dann müssen wir einfach mal durchschalten. Ne. Schau mal. Die übliche Haltung des modernen Bahnfahrenden oder in der Schlange wartenden Mitbürgers ist die über ein Smartphone gebeugte. Dabei hat der direkte Blick auf die Welt ohne den Umweg über einen Bildschirm so viel Interessantes zu bieten. Lass heute mal das Smartphone in der Tasche, wenn du unterwegs bist.
Freundlicher Blickkontakt mit fremden Menschen macht Spaß. Und auch Architektur bzw. Natur haben dem Auge so einiges an Unterhaltung zu bieten. Genau das ist es, was wir manchmal brauchen, wenn wir uns gestresst und ausgehöhlt fühlen. Ein Blick in die Welt ohne die Suche nach Informationen oder Ablenkung. Also, ich kann euch nur sagen, wenn ich andere Menschen angucke, dann kriege ich Angst. Ganz ehrlich, ne? Weil manche sich da echt nicht an, was für böse Menschen sie sind. Und also bei manchen Menschen habe ich den Eindruck, wenn man denen in die Augen guckt, ne, da weiß man schon Bescheid, ne? Katastrophe. Und deswegen lue ich mir nicht gerne Menschen an. Ne? Also wenn ich irgendwo bin, also ich bin nicht der Typ, der Smartphone unter da der Aue hat. Ach, wenn man in Gesellschaft ist, finde ich das total unfreundlich und das muss nicht sein. Ne? Also wenn man Gesellschaft hat, dann sollte man gefälligst die Aue dorthin tun, wo derjenige ist, der bei einem ist, ne? Und nicht am Handy rumklimpern. Ne? Also das finde ich respektlos einfach. Ne? Ja. Das ist auch, ne, wenn mir in einem Haus sitze und der Heiko hält das Handy in die Hand, dann geh nicht, ne? Ganz einfach. Was soll ich da? Na, entweder schwätzt er mit mir oder er spielt am Handy, ne? Eins von den zwei, ne? Das ist nichts für mich so, ne? Aber wenn man irgendwo eingeladen ist, ne, geht da hin. Das habe ich auch schon erlebt, ne? Dann setzt sich dann jemand da hin und du desinteressiert mit dem Handy da rumklimpern. Ey, oh mein Gott, dann bleib doch einfach daheim. Ne? Da kannst du klimpern, bis da die Augen aus dem Kopf fällt, ne? Das sind so Sachen, ja, wie gesagt, aber mit Menschen angucke und so, das meiste. Deswegen, was das Problem ist ja, ach, ich habe euch ja schon mal gesagt, ich kann Menschen nicht gut erkennen, ne? Also wenn jetzt, ich bin ja mal im Action von einer lieben Zuschauerin angesprochen wird. Ich kann euch nicht sagen, ob ich sie nochmal erkennen wird, wenn ich sie nochmal treffen wird, ne? Also ohne dass sie mich jetzt anspricht, ne? Ich weiß nicht, ob ich so erkennen wird. Und ihr da doch, weißt du, dann, dat, ich weiß nicht, ne? Also wie gesagt, das sind so Sachen, deswegen gucke ich nicht gerne Menschen an. So, hier steht, Bücher machen glücklich. Das wusstest du doch schon immer. Aber inzwischen ist es auch wissenschaftlich nachgewiesen. Menschen, die gern regelmäßig Bücher lesen, sind glücklicher als die, die das nicht tun. Konzentriertes Schmökern erfordert allerdings ständiges Training. Und dafür nehmen wir uns in Zeiten von Internet und Smartphone immer weniger Zeit. Deswegen ist heute Schmökertag. Vielleicht wartet bei dir zu Hause ja schon ein Buch darauf, wieder aufgeschlagen zu werden. Ansonsten ab in die Buchhandlung, dann wird intensiv trainiert. Ob in der Bahn, im Café, auf dem Balkon oder der Couch. Viel Freude beim Schmökern. Ich kann mich nicht konzentrieren, gar nicht, ne? Also ich höre Hörbücher, weil ich mich nicht da hinsetzen kann. Wenn ich mich zum Beispiel auf den Balkon hucke, noch ne, raussetze, dann tut die Natur mir so viel Interessantes bietet, dass ich gar nicht mich auf ein Buch konzentrieren kann. Das ist einfach so, ne? Im Schwimmbad zum Beispiel. Manche lesen doch Bücher. Ich kann das gar nicht. Ich kann so viel so gucken, ne? Ich kann so viel so gucken, dass ich gar nicht, ne, ein Buch lesen kann, ne? Oder jetzt daheim. Da ist immer was anderes, ne? Doch, ne, also ich habe da gar keine Geduld auch dafür, ne? Ihr seht ja, ich kann mich ja kaum auf die Karte konzentrieren, ne? Für das, ne. Schade tut es eben nichts. Ich würde es empfehlen, dann mache das. Morgen wird es interessanter, glaube ich. So, und gestern habe ich doch vergessen, glaube ich, oder habe ich es gemacht? Habe ich gestern? Ich glaube, ich habe es gestern vergessen, ne? Komm, dann machen wir auch zwei, ne? Ich weiß es gar nicht. Doch, das hatte ich euch vorgelesen. Auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt, ne? Über Vergangenes mach dir keine Sorgen. Dem Kommenden wende dich zu. Zeng
Kuang. Der hatte Plan. So ist es. Was nützt mir das, wenn ich mir über die Vergangenheit Gedanken mache, ne? Ich meine, in meinem Leben ist in der Vergangenheit so viel Böses passiert, so viel Ungerechtes und was weiß ich. Und ich habe in meinem Leben so viel bösartige Menschen kennengelernt, ne? Und auch bösartige Partner gehabt, ne? Und trotzdem schleppe ich das nicht mit in meine Beziehung jetzt, ne? Also, es ist einfach nicht jeder wie der andere, ne? Also, ne? Kein Mensch ist wie der andere, ne? Und du kannst nicht denken, dass der andere, also der neue Partner zum Beispiel, dich genauso staudumm behandelt wie der andere, ne? Das ist nicht so, ne? Jeder und mir selber verhallus ja auch jedem andere, also jetzt zum Beispiel dem neuen Partner anders da wie dem alten Partner gegenüber, ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Ich muss euch das jetzt nicht sagen, ne? Ich bin ja okay. Liebesberater oder wie nennt man das? Moment, ich hab's gleich. Nee, also der Dauerdrucker, der ist wahrscheinlich auch total im Arsch. Ja. So wie das da aussieht, hat doch schon mal nichts. Ich muss gucken, dass ich ohne den entlarve kriege. Ja, weil hey, verbindet du das sich auch nicht? Ja. Natürlich ist der gesuchte Drucker nicht aufgeführt. Natürlich ist er ungültig, meine Fresse, ey. Ja, egal. Das doch funktioniert scheinbar auch nochmal nicht, ey. Oh nee, oh nee, oh nee. Ich habe keine Ahnung, wieso das noch nicht funktioniert. Aber das ist halt so, ne? Bei mir funktioniert grundsätzlich schon nichts. Ja, klar, weil gehen die automatisch installiert, wenn sie am Kabel hängen. Gut. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Ich hoffe, dass das Video da flott hochkommt. Ich bin jetzt auch müde. Ja. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich hier noch ein bisschen, vielleicht tue ich jetzt hier noch ein bisschen entspannt rumwühle. Und dann gehe ich dann auch gleich schlafen. Wo haben wir dann? Jetzt haben wir gleich 9 Uhr, also 21 Uhr. Jo, mal gucken. Ist ja jetzt immer schon so früh dunkel, ne? Da kriegt man schon, ja, da kriegt man schon dieses Winter, das frühe Dunkle und so Gefühl. Genau. Ja, ich wühle noch ein bisschen und gucke mal, was ich noch so mache oder auch nicht mache. Ich habe ja noch genug zu tun, ne? Das ist ja schon mal klar. Aber, wie gesagt, man kann sich hier schon mal bewegen, ohne dass man sich irgendwelche Knochen bricht oder so. Gut. Dann bis morgen, ne? Tschüss!